Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Felix Wenz von der Firma Barrier Systems. Wir sind hier als Aussteller und präsentieren smartes Zufahrtsmanagement. Das ist vor allen Dingen interessant für Städte und Gemeinden und für Unternehmen, die ihre Werksgelände schützen wollen und da etwas komplexere Zufahrtsregelungen brauchen. Was wir entwickelt haben, ist ein Control-Hub. Das ist eine Anwendung, eine benutzerfreundliche Oberfläche. Man sieht das hier. Ich kann hier Werksgelände abbilden, ich kann Innenstadtparameter anlegen und absichern. Und das dann in dieser benutzerfreundlichen Oberfläche konfigurieren. Wir haben hier dazu unser Smart Kit. Die kann an jede elektrisch steuerbare Anlage nachgerüstet werden, egal ob das Rolltore sind, ob das Polleranlagen sind, ob das Falttore sind, ob das Schranken sind, spielt für uns überhaupt keine Rolle. Wir können alle Anlagen anbinden, auch Anlagen sämtlicher Hersteller, das heißt, wir sind herstellerunabhängig und vor allen Dingen stark im Bereich Retrofitting, das heißt Nachrüsten von Bestandsanlagen und eben bei Ausschreibungen, wenn wirklich neue Konzepte umgesetzt werden. Und hat die Möglichkeit, über ein Multi-IO-Bricklet nahezu beliebig viele Sensoren und Aktoren anzubinden. Das heißt, wir können beispielsweise auch Sensoren anbinden, die Lärmpegel messen, die Schadstoffbelastung messen, die in der Lage sind zu erkennen, wenn ein Schaltschrank offen steht, die in der Lage sind zu erkennen, wenn ein Tor oder eine Anlage zu lange offen steht, Alarme auszulösen. Also all die Funktionalitäten bilden wir mit dem Smart Kit ab. Und wir haben hier ein Mobilfunkmodul mit drin, das mit Multisim funktioniert. Das bedeutet, das Mobilfunkmodul sucht sich das beste Netz an dem Standort und bucht sich automatisch da ein. Das heißt, es ist immer dafür gesorgt, dass die beste Konnektivität zum Einsatz kommt. Wir können Bilanzierung machen. Das bedeutet, wir sehen, wann wie viele Fahrzeuge in einer Zone gegenwärtig waren und dann wieder rausgefahren sind. Wir können das auch historisch machen. Wir können Berechtigungen anlegen, zum Beispiel auch Tagesberechtigungen für Werksgelände, für Besucherzufahrten. Wir können Mitarbeiterzufahrtsmanagement machen. Das bedeutet auch aus Fremdsystemen die Mitarbeiterkennzeichen importieren in unser System. Wir bieten dafür offene Schnittstellen, die gut dokumentiert sind. Und was vielleicht noch so ein kleines Highlight ist, was tatsächlich auch sehr einzigartig ist, wir haben die Möglichkeit, außer Kennzeichen automatisch zu erkennen, auch Einsatzfahrzeuge, zum Beispiel von Feuerwehr, Krankenwagen, Polizei, zu erkennen und dementsprechend die Anlagen zu öffnen. So, was wir hier sehen, ist ein kleiner Demonstrator für unser KI-Modul. Das ist tatsächlich auch ein Alleinstellungsmerkmal der Lösung, dass wir eben nicht nur Kennzeichen erkennen können, sondern auch Objekterkennung auf Fahrzeugen zum Beispiel machen können. Das ist eine kleine Stele, die wir hier demoartig aufgebaut haben, mit einer eingebauten Kamera und ein kleiner Poller, der entsprechend dann reagiert. Wenn ich jetzt mein Handy nehme und hier davor halte, sieht man, dass man nichts sieht, also es passiert nichts, egal wie ich das drehe und wende. Wenn ich jetzt statt dem Handy zum Beispiel einen Krankenwagen nehme und den hier vor der Kamera platziere, registriert das System den Krankenwagen, also erkennt ihn optisch und senkt den Poller ab. Das passiert vollständig automatisch, spart der Stadt das Verwalten vieler Kennzeichenlisten und das Ausgeben von Tokens. Das ist auch eine kostengünstige Lösung langfristig. So, es gibt noch viele andere Funktionalitäten. Wie gesagt, gerne bei Gelegenheit stellen wir in das System näher vor.